Und damit ein herzliches Willkommen bei einer weiteren Folge Clash Royale mit mir, dem Thorsten. Ja, ihr seht selber 2430. Ich habe mich so ein bisschen in Arena 8 festgebissen und muss sagen, ich habe gute Kämpfe gemacht, habe aber auch gute Kämpfe wieder verloren, weil ich natürlich einen Deckwechsel vorgenommen habe. Das war vielleicht mein großer Fehler, aber ich war schon bei, wir sehen das hier, 2517. Ich glaube, ich war auch schon ein bisschen höher. Hier war ich höher, 2547, und ihr wisst selber, wenn man schon mal so hoch ist, dann wird man gierig. Und auch ich war wieder etwas zu gierig. Ich kann jetzt zwar keine Kiste für euch öffnen, das ist hoffentlich nicht ganz so schlimm. Dafür machen wir vielleicht ein paar Pokis, oder wir machen natürlich was in die Clan bzw. in die Kron-Truhe, und wir haben auch noch einen Tag, 10 Stunden etwas in die Clan-Truhe zu befüllen. Wir haben schon ein bisschen was drin. Also ein paar Kämpfe habe ich schon gemacht und habe ja auch ein paar Kronen geholt. Und würde sagen, wir kämpfen mit unserer Standard-Arena, mit der ich mich eigentlich hochgekämpft habe. Das ist dieses Deck hier. Das heißt Babydrache, Hexe, Golem, die Lakaien, die Musketierin, Feuerball, Skelettarmee und den Ballon. Mit der eigentlich relativ teuren Armee habe ich mich aber ganz gut hochgekämpft. Und war eigentlich schon bei 2547, bevor ich dann Deckwechsel gemacht habe, zu gierig wurde und dann erstmal nur wieder verloren habe. Das habe ich durch ein anderes Deck wieder so ein bisschen kompensiert. Mal gucken, wie gesagt, das Deck ist sehr teuer und ich komme damit auch nicht bei jedem Gegner relativ gut durch und muss dementsprechend so ein bisschen was abfangen hier. Aber gegen so einen werde ich mittlerweile gegen einige Truppen, gegen die ich zu Anfang doch enorme Probleme hatte, werde ich doch jetzt relativ gut mit fertig mittlerweile, dass die nur einen Hit auf einen meiner Türme bekommen. Bin auch mittlerweile Rathaus 10, sondern hier heißt es ja, glaube ich, Turm 10 oder Turm Level 10. Hab jetzt also ein paar mehr Heal Points als mein Gegenüber im Moment, der noch 8 ist, und er muss halt ein bisschen mehr Punkte kaputt machen, hat das aber schon gar nicht mal so schlecht gemacht. Jetzt muss ich natürlich mal ein bisschen kontern und mal schauen, wie wir da zurechtkommen. Er wird natürlich meinen Ballon jetzt schaffen, und der Dicke, dem habe ich jetzt nicht viel entgegenzusetzen, das ist aber nicht so schlimm. Der hat jetzt natürlich ganz gut geholzt hier auf 798 mit meinem, und aber meine Musketierin wehrt sich noch ganz gut, nur hat er immer etwas dagegen zu setzen, egal was ich setze. Also das ist natürlich hier mal ein Problem, dass ich mein Golem unter Umständen nicht rauskriege, und so ein Riesen, der da erstmal auf irgendwas schießt, ist natürlich erstmal, den muss man erstmal schwer abfangen. Jetzt muss ich hier mal gucken. Ah, das habe ich, okay, den haben wir so gepackt. Da habe ich also jetzt nicht einen Hit verloren, aber er hat natürlich immer irgendwas dagegen. Also das wird schwierig überhaupt, hier mal einigermaßen so ein bisschen Fuß zu fassen, es sei denn, ich kann gleich meinen Golem setzen, aber er hat hier natürlich immer irgendwas. Und der schießt jetzt natürlich, weil der schießt ja einfach nur aufs Gebäude. Den stört nichts anderes, und das ist halt die Kacke. Da muss ich irgendwas Schnelleres dagegen setzen, sonst kriegt er natürlich hier meinen Turm ohne Probleme. Und dementsprechend geht er hier durch. Jetzt kommt er natürlich wieder mit seinem blöden Eiswizard da hinten, aber den machen wir jetzt mal vielleicht mit dem Feuerball weg. Schaffen wir den, aber er schafft auch meine Hexe jetzt. Dann muss ich jetzt ein bisschen kontern, weil ich bin ja jetzt in der Pflicht, ein bisschen was an seinem Turm zu holen. 1047, Entschuldigung, haben wir noch zu machen. Und ja, das ist klar, dass er natürlich jetzt mit dem wieder kontert. Das ist halt die Scheiße hier. Aber ich habe den diesmal ganz gut gekontert, und wir haben noch eine Chance, zumindest offen, irgendetwas bei ihm zu reißen. Aber er kommt jetzt natürlich hier unten mit den Neunern. Die muss ich mit dem Feuerball wegmachen. Und dann wird das wahrscheinlich wieder so eine typische Folge sein. Ich zeige euch mal was Tolles, und genau das wird daraus. Aber Level 9, der große Riese, ich level den auch im Moment, weil das ist wirklich so ein Ding, den setzt er einfach erstmal nur hin und dann schießt er schon mal los. Und wenn du da nichts hast dagegen, so wie ich jetzt gerade, dann geht das Ganze natürlich im Bach runter. Ach, gucken wir mal den zweiten an. Ich wollte eigentlich 3 mindestens pro Folge machen.
daher das so ein Kampf denn doch immer irgendwo 3 Minuten dauert. Aber wenn ich den Dicken hier nicht rauskriege, dann habe ich immer ein Problem. Ich meine, jetzt kriege ich ihn ganz gut raus und kann natürlich hier auch meine Skellies dagegen setzen. Denn die lassen sich super ablenken hier. Und ich habe ja auch immer noch die Türme, die ich dort bringen kann. Also der wird jetzt, ich verstehe gar nicht, wieso die jetzt nicht gesetzt werden hier. Ich hab noch drauf getippt. Wieso werden die nicht gesetzt? Das kann es nicht sein, ey. Es ist mir echt ein Rätsel, ey. Dass der mein Golem jetzt so zerstört und ich komme noch nicht mal ansatzweise da dran. Und diese blöden Kackbarbaren laufen hier durch. Ja, muss ich einfach mal so sagen. Kann ich echt nicht glauben. Ich kann gar nicht deuten, ob die immer noch so OP sind, wie die OP sind. Ich meine, ja, mein Deck, oh, jetzt kommt er hier mit diesem alten Kackholz. Das mag ich ja auch ganz, ganz besonders. Ich meine, ich habe die Truppe jetzt schon gesetzt und sie kommt nicht raus. Das ist doch scheiße. Ich hatte das Elex und ich setze die Truppe. Naja, was soll es mich jetzt stören? Ich muss das Beste draus machen, aber das ärgert mich schon, dass der Golem noch nicht mal hinter meinen eigenen Turm kam. Das ist doch scheiße. Na, jetzt muss ich ein bisschen was mit meinem Ballon bringen. Vielleicht kommen die beiden ja ein bisschen näher. Aber so wirklich näher kommen sie natürlich nicht. Eine Bombe, mal gucken, ob ich da noch ein bisschen was mit reiße, auch nicht. Jetzt kommen seine 9er Lakis natürlich, da kann ich mit meinen gar nicht gegen anstinken. Ich wieder gesetzt habe, also ich weiß nicht, was hier mal wieder los ist. Ich kann ja setzen, was ich will. Es kommt einfach nicht raus, das Elex ist da. Er kontert jetzt hier mit dem Magier. Gucken wir mal, wie weit der latscht. Die setzt er jetzt erstmal nach da, dann soll der erstmal auf die Skellies hier schießen und die lenken wir hiermit ab. Obwohl die natürlich auf 9 auch schon ein Wort zum Sonntag sind, muss man so sagen. Die muss ich jetzt mal dahin hinziehen. An die Skellies kommen die jetzt aber noch nicht dran. Und dann setze ich jetzt hier mal meinen Drachen schon mal in der Hoffnung, dass ich natürlich noch meinen Ballon noch einmal setzen kann und hier nochmal die Lakis nachziehe. Jetzt komme ich mit starker Luft und eigentlich auch ein bisschen was vom Boden. Das ist ja mal nicht schlecht, aber den Magier da hinten muss ich wegkriegen. Der tut meinen Truppen ganz schön weh. Jetzt kriege ich noch eine zweite Musketierin dahinter. Und vielleicht kriegt die ja noch den einen oder anderen Hit. Mal gucken. Nee, die kriegt jetzt keinen Hit mehr. Zweimal einen Feuerball kriege ich auch nicht. Also das ist wieder mal eine Folge hier für den Ofen. Das kann man nicht anders sagen. Die gehen sogar in Wut noch durch. Vermutlich machen sogar die Barbaren die Luftgruppe. Also ich könnte das Handy schon wieder in die Ecke schmeißen. Aber ich mache es natürlich nicht, weil ich will euch ja noch weiter so beschissene Clash Royale Folgen zeigen wie diese hier. Ja, wo ich richtig dreimal was reiße und dreimal so richtig verkacke. Oh, gleich bin ich schon wieder in Arena 7. Nein, stimmt natürlich nicht ganz. Ich vertraue dem Deck. Gegen so einen 10er habe ich sowieso hier die Überhand. Aber ich denke mal, ich meine, der Gegner weiß sicherlich, wenn ich den jetzt irgendwo hinsetze, also ich setze ihn einfach mal dahin, ich muss natürlich ein bisschen was dabei haben. Ja, und er kontert hier mit so einem Ödel, der natürlich erstmal nur Schaden macht, schmeißt jetzt noch sein Teil ab und ich muss hier einfach für Unterstützung mit meinem Drachen sorgen. Er wird jetzt meinen Turm dann natürlich schaffen, das ist gar keine Frage, weil ich ja auch nichts dagegen setze im Moment. Und Feuerball, wo bist du? Da ist der Feuerball, jetzt endlich der Feuerball. Hurra, er hat es mal geschafft, den Feuerball zu bringen. Da lacht sich der Gegner natürlich kaputt, dass ich hier nichts rauskriege. Macht mir aber nichts, denn er hat natürlich mit den Skellies auch nichts gegen meinen Ballon. Der fliegt jetzt sicherlich genüsslich erstmal drauf los, lässt dann auch sein blödes Bömmchen abfallen. Ja, da kann er auch richtig Pfeile setzen. Ich konter gleich mit einer Musketierin. 860 muss ich noch machen und den Dödel hier, den muss ich natürlich jetzt irgendwie ablenken. Gar keine Frage, dass der erstmal nicht dahin geht. Jetzt habe ich wenigstens einen Turm gekriegt, einen Turm für die Thronkrone. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Komme hier gleich aus Luft. Ich glaube, auf Luft ist er nicht ganz so gut eingestellt. Und mal gucken, wie da mein Drache kommt, macht die Hexe da oben weg. Ja, da muss ich mir jetzt was einfallen lassen. Jeder will natürlich, er will den großen Turm von mir haben, weil der hat jetzt schon weniger Healpoints als mein kleiner. Das ist gar keine Frage. Und gegen seinen Loon habe ich natürlich wenig anzustinken. Das Deck gucke ich mir gleich mal an, weil das ist ja relativ ähnlich, was ich jetzt zurzeit habe.
auch mit dem Loon, mit der Hexe. Er hat anstelle des Golems natürlich den das Riesenskelett da drin. Das ist nicht schlecht. Aber die lenken wir eben mal ein bisschen ab. So, das ist zwar nicht schlecht, aber wahrscheinlich nicht so teuer. Das muss ich mir mal angucken, wie das, wie der Golem. Und er hat natürlich hier nichts im Nahkampfbereich. Das ist ja auch schon nicht schlecht. Also da kann ich in jedem Fall immer gegen anstinken. Und könnte jetzt sogar noch mal kontern. Da gucken wir mal. Den lenken wir hier ganz geschickt mal ab. Und kontern hier mal mit dem Drachen. Mit dem Loon. Mal gucken, ob er den Dicken da hinten noch durchkriegt. Ja, den kriegt er durch. Aber wir kriegen unsere Hexe da hinten ganz gut durch. Und ja, wir schaffen den zweiten. Oh, das ist ja geil, das ist ja geil. Jetzt heißt es nur noch verteidigen. Und die paar Sekunden schaffen wir sicherlich. Ja, das ist es. Das ist es. Oh, wenigstens ein Kampf in dieser Folge. Ja, da kannst du dich ruhig bedanken, dass ich auch einmal gewonnen habe von 3 Kämpfen. Aber okay, ich bin wieder dabei. 30 dazu, 2401, also wir haben ein bisschen verloren. Ist nicht so tragisch. Ich denke mal, ich kann dem Deck weiterhin vertrauen. Und werde noch ein bisschen weiterspielen. Bin jetzt ganz gut dabei, die Clan-Truhe noch weiter voll zu machen. Auch bin schon wieder Zweiter, aber auch nur mit 30. Also wir haben so ein bisschen Luft im Clan bekommen durch einige Entlassungen, beziehungsweise einige sind zu anderen Clans gewechselt. Das macht aber nichts. Wir machen hier munter weiter. Und wenn ihr etwas mehr von Clash Royale sehen wollt, schreibt mir das ruhig in die Kommentare rein. Dann mache ich ab und zu mal eins. Also wirklich täglich schaffe ich das hier nicht, in Clash Royale 3-4 Kämpfe zu machen, um die auch noch zu zeigen. Das hat aber eher einen technischen Hintergrund. Aber dennoch, ich werde heute die eine Krontruhe da oben noch fertig machen und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich wieder Clash Royale versuche zu spielen. Bye, bye.